ebenfalls aus Berlin, das ist das Stichwort. Vielleicht vorher noch in eigener Sache eine Ankündigung. Ich möchte mich vorab entschuldigen. Ich hatte eine Covid-Erkrankung vor ein paar Wochen und habe manchmal einen furchtbaren Husten und Würgereiz. Das kann uns heute auch im Laufe des Tages, ist gestern passiert, vorgestern passieren. Passiert nichts. Ich wollte mich nur im Vorfeld entschuldigen. Da kann ich nämlich zu dem Zeitpunkt dazu keine Stellung nehmen. Aus Berlin vielleicht ein ganz, ganz spannendes Thema. Ist nicht vielleicht, sondern ganz sicher. Es geht um nichts Geringeres als um Social Commerce und Digital Love Brands. Keiner kann dies besser erklären als er. Der Vortragende ist als Fernsehstar und erfolgreicher Unternehmer bekannt, würde ich sagen, auch der Kleidung wegen, wie ein bunter Hund. Vom Sternzeichen her eigentlich Stier, aber heute hier der Höhle, in der Höhle der Baderbank unser Löwe. Ich begrüße den Chairman von The Social Chain. Herzlich willkommen, Georg Kufler. Ja, guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Ich muss auch sagen, es ist toll, wieder mit den Menschen direkt zu reden. Ja, die persönliche Begegnung ist ja durch nichts zu ersetzen. Und ob dieser Trend zum Homeoffice so immer anhalten wird, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob Sie eine Mail von Elon Musk gestern vielleicht gelesen haben, wo der seine ganze Mannschaft und Frauschaft einfach in die Büros zurückbeordert hat. Ja? Und ich muss sagen, das habe ich mit Sympathie gelesen. Nicht, weil ich da unmodern bin oder sowas, sondern weil ich merke, gerade in kreativen Berufen, ja, entsteht eben so viel aus dem persönlichen Gespräch, aus der Spontanität. Ja? Und insofern, das kann man mit Videocalls nicht ersetzen. Und wir merken das in unserer Branche auch, Events aller Art, ja, werden explodieren in diesem Sommer, in diesem Herbst. Hoffentlich bleibt es dabei, dass die Menschen wieder zusammenkommen. Menschen zusammenzubringen und mit Menschen Kommunikation aller Art zu führen, ist mein Beruf und auch meine Berufung. Bin seit 35, 40 Jahren im Bereich der Massenmedien unterwegs. Ich habe einen Umbruch schon erlebt und das hier ist der nächste, Social Commerce und Digital Love Brands. Beide Begriffe stehen natürlich im Zusammenhang, denn im Erfolgsfall soll ja Social Commerce Digital Love Brands hervorbringen. Aber der erste Umbruch, über den ich kurz berichten wollte, damit Sie das einordnen können, war die Einführung des Privatfernsehens. Ich war 31 Jahre alt, habe ProSieben gegründet und bin damit am 1. Januar 1989 auf Sendung gegangen und die neuen Medien damals hießen Satellitenfernsehen und Kabelfernsehen. Und das war dann eine weltweite Entwicklung. Und als ich eben hier ProSieben gestartet habe, dann haben mich ja viele gefragt, sag mal Georg, noch ein Sender, wir haben doch schon ARD und ZDF und die dritten Programme und RTL und Sat1. Die großen hier Medienprofessoren haben gesagt, der deutsche Markt trägt maximal 2 nationale private Fernsehvollprogramme. Ja. So, haben gesagt, also, und jetzt kommst du noch mit ProSieben, wer soll denn das alles anschauen? Ja? So, und das war damals echt nicht so genau absehbar, wie sich das entwickelt. Nur wir hatten das Gefühl, das wird wachsen. Wir wissen nicht genau, wie schnell. Und es wird einen großen Einfluss haben auf die Nutzungsgewohnheiten der Menschen, auf die Konsumgewohnheiten, auf die Konsumentscheidungen, auf die Art, wie Marketing gemacht wird, auf die Art, wie Marken gebaut werden, wie sie entwickelt werden, wie sie inspiriert werden. Und genauso ist es eingetreten. Und ich war ein großer Fan, immer zu den Werbekunden hinzureisen. Und um zu lernen, wie die ticken sozusagen. Ja? Wie macht ein Procter eine Brand? Wie macht ein Nestle eine? Wie macht mein Lieblings, ich bin italienischer Staatsbürger, Passaporto Italiano, Südtiroler, Ferrero, ja? meine Lieblingsbrand. Ja? Und hat dann gesehen, wie sie mit Hilfe des Privatfernsehens viel mehr Werbung gemacht haben, viel mehr Umsatz gemacht haben, neue Produkte einführen konnten. Ja? Und da ist in mir so ja, dieser,
dieser innere Drang entstanden, auch irgendwann mal, ja, Produkte mit Medien kombinieren zu können, also Eigenmarken zu haben. Also ganz einfach ausgedrückt, ich wollte, dass ich nicht nur für das Mangerie von Ferrero Werbung mache, sondern lieber ein eigenes Mangerie, ja, besitzen, entwickeln mit allen Risiken und Nebenwirkungen und daraus nicht nur Umsätze zu generieren, sondern auch einen Unternehmenswert zu schaffen, den man vielleicht irgendwann einmal mit einem guten Aufgeld veräußern könnte. Das konnte ich teilweise umsetzen mit der Einführung des ersten Teleshopping-Centers in Deutschland. Der hieß damals HOT, H-O-T, Home Order Television, heißt heute HSE24. Habe ich in Amerika gesehen, in Philadelphia bei QVC. Da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt nach Deutschland bringen, weil es die Verbindung ist zwischen Fernsehen und Produkten und die Chance bietet, Eigenmarken direkt an die Kunden auszuliefern. Die rufen an und bekommen das nach Hause geschickt, ja. Große Skepsis damals, ja, das wurde gesagt, naja, also das machen ja die Amerikaner vielleicht, dass sie diesen Krempel da vom Fernsehen wegkaufen, ja, aber doch nicht die seriösen Deutschen, die machen sowas nicht. Heute ist Teleshopping und schon jahrelang natürlich ein Milliardenmarkt, ja. So, und dann kam Social Media und da war mir klar, das ist jetzt vielleicht die Chance, diese Vision zu verbinden, Eigenmarken zu entwickeln, zu promoten und sie über eine eigene Struktur direkt zu den Kunden zu bringen und neue Marken aufzubauen, die dann, das wussten wir damals noch nicht, diese Art von Digital Love Brands hier werden können. Also wir reden über D2C-Geschäfte, über D2C-Brands und der fundamentale Unterschied und Vorteil von Social Media zu den bisherigen, sagen wir mal, konventionellen Medien. Bei konventionellen Medien habe ich einen Sender. Ein Sender sendet an ein Millionen Publikum. Einbahnstraße. Social Media, Zweibahnstraße, multipolar, Netzwerkeffekt, Social Chain Reaction, deswegen heißen wir Social Chain. Ja. Jeder kann praktisch seinen eigenen Sender machen. Eine Firma kann ihren eigenen Sender machen und eben auch die vielen Individuen, die wir heute Influencer nennen. Und als ich da investiert habe, kam gerade YouTube und damals waren die Social Media Stars eben noch YouTuber. Ja? Und heute heißen sie ganz anders. Heute heißen sie Creators, Influencers, Inspirational People und so weiter. Ja? Also das hat sich in Windeseile entwickelt. Noch nie hat sich eine Veränderung der gesamten Kommunikationslandschaft so schnell entwickelt in der gesamten hier Kommunikationsgeschichte der Menschheit. Und es wird weitergehen. Und die Kombination zwischen diesen beiden großen Entwicklungen und Wachstumsfeldern, nämlich Social Media Kommunikation und ich sag mal alle Arten von Online-Halten, Handel, alle Arten von Direct-to-Consumer-Brands. Das sind zwei Wachstumsfelder, da habe ich gedacht, da muss ich rein investieren. Ja? In welcher Kombination auch immer, aber es ist gar kein Zweifel, dass sich die Kommunikationslandschaft weiter in die Richtung Social Media entwickeln wird. Das ist ja ganz einfach zu sehen hier. Ich hatte mit ProSieben immer das jüngste Publikum, ja? Aber es wurde nach und nach auch ein bisschen älter, was ja auch gut ist, weil ja auch die älteren Leute eher mehr Fernsehen als die jüngeren. Aber schauen Sie einfach mal hier, da braucht man nicht viel zu erklären. Ja? Also das Internet ist das Medien der jüngeren Zielgruppen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Fernsehen ist aber auch nicht dem Untergang geweiht. Das gibt es immer noch. Und das wird es auch in den nächsten 10 Jahren geben. Und jetzt kann man natürlich sagen, fundamental, ich setze nur noch auf Social Media. Oder ich kombiniere das vielleicht mit anderen Medien auch. Das ist eine Strategie, die jeder individuell fahren kann. Aber ein großer Unterschied ist eben zu den konventionellen Medien, dass man über Social Media kombiniert mit Online-Handeln diese Interaktivität herstellen kann, von der ich eben gesprochen habe. Und eine nie gekannte Skalierbarkeit auch im internationalen Rahmen. Diese Interaktivität ermöglicht ja, dass wir Social Communities rund um eine Brand aufbauen können. Dass eben der Kunde nicht nur mehr als Einmalkäufer gesehen wird, sondern als Teil einer Gruppe von Gleichgesinnten, die aber
dann eben nicht nur einmal in Kontakt treten mit der Marke, sondern viel öfter. Und da muss man eine Art Medieninstinkt entwickeln, mit dem man, was heißt Content, ja, mit dem man Inhalte, Videos und so weiter schafft, Ansprache, Austausch mit dieser Community. Das sind dann so eine Art, fast wie der Redakteure, ja, wie bei einem Medienunternehmen, die sich ständig überlegen, mit welchen Geschichten mache ich aus Einmalkäufern, Dreimalkäufer und aus Käufern Teile einer Community. So, und ich zeige Ihnen jetzt an ein paar Beispielen, wie man da so herangeht, wie wir bei der Social Chain herangegangen sind. Und da ich ein Medienmann bin, gibt es immer ein Video dazu. Ich beginne mit dem Beispiel Glow, die Glow Convention. Es gibt ja hier viele Väter, glaube ich auch. Ja. Wenn Sie eine Tochter im Alter zwischen 15 und 25 haben, wird die ganz sicher die Glow Convention kennen. Es ist Europas größte Beauty-Messe, aber nicht eine Messe im herkömmlichen Sinne, sondern ein Event, ein Social Event, bei dem von der Messe abgeschaut ist, dass es da 80 oder 100 Stände gibt von allen großen Beauty-Marken, aber nebenan gibt es da noch 300 Influencer, die ein Meet and Greet mit ihren Followern da veranstalten. Und es ist eine Kombination aus Erlebniswelt, High Feeling für einen Tag, alles rund um Beauty. Und wie das sich so anfühlt, sehen Sie jetzt. Das Besondere an der Glow natürlich die wunderbaren Produkte, der Geist der Kosmetik. Allein schon die ganzen Stände, ganz viel aufregende, spannende Sachen, die man entdecken kann. Es gibt einfach so viel zu tun. Und ich meine, Mädels und Beauty, ne, muss man ja niemand erzählen. Es ist einfach Wellness mal für einen Tag. Man hat einfach Spaß zusammen. Es gibt keine Barrieren, keine Distanzen. A creative space where people can just be themselves. Einfach bunt zu sein, laut zu sein. Das ist die Glow. So it was really cool to just be a part of this energy. Besuche der Glow, sage ich mal, sind das, was mich auch anzieht. Die kommen hier nicht nur, weil sie Bock haben auf Schminke und Beauty und Fashion, sondern weil sie hier auch was richtig geboten bekommen. Die bekommen hier Musik, die bekommen hier ihre Stars hautnah. Vanessa Mai! Am meisten die YouTuber zu treffen und die DIYs. Man kann super viel machen, man kann sich schminken lassen, die Haare werden gelockt. Dass man halt so viele neue Produkte auch sieht, die man halt sonst nicht einfach so testen könnte. Man kann für jeden was finden. Ganz viele Goodiebags einsammeln. Persönliches Highlight war der Pink Carpet. Das Meet and Greet. Die Leute in echt zu sehen halt einfach, das ist wirklich toll. It's incredible. Sehr, sehr gute Stimmung. Das ist alles zusammen, Weihnachten, Ostern, alles. I love the Glow. Ich liebe die Glow, ja. Ich würde jedes Jahr wieder hierher kommen. Brauche ich jetzt nicht mehr viel zu erklären, glaube ich. So zwei Besonderheiten. Nummer eins, wir haben diese Glow geschaffen ohne eine Printkampagne, ohne eine Fernsehkampagne, ohne eine Plakatkampagne, nur über Social Media. Und schon beim ersten Mal, das war am Samstag, dem 31. Januar 2016, vor der Jahrhundert, also in der Jahrhunderthalle in Bochum. Und vor der Jahrhunderthalle warteten bei schrecklichem Wind und Wetter 1500 von diesen jungen Frauen, haben sich über nichts beschwert, ja, was ja in dieser Zielgruppe ja sonst schwierig ist. Ja. Nichts beschwert, alle ruhig da, ja, haben gewartet, bis sich die Tore der Glow geöffnet haben. Aber ich betone nochmal, keiner wusste vorher, was diese Glow ist. Wir haben das nur über Social Media Kommunikation erreicht. Und das hat mich persönlich als langen Fuhrmann im Fernsehgeschäft schon überzeugt, wenn die Mobilisierungskraft von Social Media
so groß ist, ja, dann will ich meine Chips hier darauf setzen. Das war quasi eine Art, wie nennt man es so, Erhellungsmoment im Leben gesagt. Okay, that's the way to go. Ja. Und die nächste Glow gibt es am 13. und 14. Hier August in Essen. Vor zwei Tagen haben wir dort die Pressekonferenz gemacht. Großer Zuspruch. Jede Glow war ausverkauft und zwar so, dass wir zum Beispiel an einem Donnerstag um 6 Uhr morgens den Verkauf online eröffnet haben. Um 6 Uhr morgens, ja. Und 12 Minuten später waren 16.000 Tickets verkauft. Das haben wir dann nicht mehr gemacht, das machen wir jetzt so in Wellen, weil natürlich viele frustriert sind, wenn sie da zwischen 6 Uhr morgens und 6.12 Uhr hier kein Ticket mehr kriegen. Ja? Also das alles können Sie hier sehen, das führe ich nicht mehr weiter aus. Es ist mittlerweile ein riesen Branchen-Event geworden und also, dass die Sache funktioniert, das hat mich also endgültig überzeugt, als ein ehemaliger bayerischer Minister mich in einem Münchner Restaurant beim Mittagessen angesprochen hat, gesagt, Herr Kofler, Sie haben doch irgendwas mit dieser Glow zu tun. Sag ich, ja. Sagt dann, also, meine beiden Töchter, 13 und 15, haben gesagt, so Papa, jetzt kannst du mal zeigen, hier, was du drauf hast. Ja. Wir brauchen zwei Platin-Tickets, ja, für die nächste Glow. Und er hat gesagt, und ich bin aufgestanden, ja, und bin zum Laptop hin und jetzt bin ich halt nicht so der Schnellste da. Und das war alles ausverkauft. Könnten Sie mir bitte hier noch zwei Tickets sagen? Da habe ich ihm zwei VIP-Tickets hier gegeben. Und ich muss sagen, selten habe ich einen Minister mit größerer Freude erlebt. Und da wusste ich, that's a digital love brand. Ja, wenn sogar ein Minister sich drum kümmert. Ja? So, nächstes Beispiel. Also, was sind denn das für Preise hier? So wenig Nüsse für so viel Geld? Da muss ich mich ja wieder aufregen. Also, hier kaufe ich nichts. Da bestelle ich lieber bei Coro. Beste Qualität zu fairen Preisen. Überzeuge dich selbst auf corodrogerie.de. So, also das zweite Beispiel, Coro. Ja. Also der Werbespot wurde ausgestrahlt im Werbeblock am Montag. Hier diesen Montag, das war die letzte Ausstrahlung dieser Staffel in der Höhle der Löwen. Also ich reg mich natürlich nicht immer so auf wie hier, aber das ist eine kleine Persiflage, weil ich mich vor zwei Wochen mit dem Nico Rosberg ein bisschen gezofft hatte und mich echt aufgeregt habe hier. Das war ja eher so inszeniert und persifliert. Ja. So, also dieses Coro, da habe ich investiert vor 2016 auch. Ja. Da haben sie 1 Million Umsatz gemacht und haben damals eben Nüsse aller Art in Großpackungen vertrieben, machen sie heute auch noch, aber in der Zwischenzeit haben sie über 1200 Produkte. Ja, das Tolle am Onlinehandel ist ja, dass die Regalfläche nicht beschränkt ist, wie im stationären Handel. Ja. Und haben den Umsatz eben gesteigert bis letzten Jahr von dieser 1 Million 2016 auf 63 Millionen 2021. Dieses Jahr werden sie sicher über 100 Millionen kommen. Und das Besondere daran ist eben auch hier Thema Social Commerce. Sie haben 90% ihres Werbebudgets ständig, ja, für Influencer-Marketing und Social-Media-Marketing ausgegeben. Ja. Die Marke wurde fast ausschließlich über Social Media gebaut. Interessant ist, dass sie jetzt auch im stationären Handel erhältlich sind, bei DM, bei Rewe, bei Edeka. Und die Besonderheit, wie ich finde, ist, es wird ja häufig so ein Gegensatz hergestellt zwischen stationären Handel und Onlinehandel. Muss nicht sein. Ich sage, je öfter eine Brand irgendwo gesehen wird, umso besser für die Marke. Und stationärer Handel und Onlinehandel können sich sehr wohl beflügeln, wenn die Kommunikation richtig angelegt ist. Das ist wichtig. Wir machen immer noch hier Social First und Online First, aber eben nicht Social Only, ja, und nicht Online Only. Und das, glaube ich, ist so ein Modell, wenn man das marketingmäßig und kommunikationstechnisch richtig anlegt, dass eine Marke auch im traditionellen Bereich dann von Social Comment wachsen kann. Ja? Und also das Social Commerce hat viele Gesichter, will ich damit sagen, bis hin eben zu dem Social Commerce, den wir noch nicht kennen, aber der in China schon gang und gäbe ist. Das erste Mal, dass so eine Innovation, sonst kam das immer von den USA, dann über England und dann nach Deutschland. Jetzt kommt zum ersten Mal ein großer Trend aus China, wo eben Influencer ihre Produkte selber vorstellen und quasi ihren eigenen Social
Teleshopping-Kanal eröffnen können. Zu Tausenden. Ja? Das ist bei uns noch nicht so weit, aber das wird bei uns hier stärker kommen. Sou Ana Maria. Comecei a trabalhar, tinha 14 anos. Minha mãe sabia trabalhar de costura e eu aprendi a trabalhar nas máquinas em casa. Eu nunca fui pessoa de, oh, já chega. Não, eu gosto de aprender. Sou o João Salgado, sou a cara da empresa lá fora e também represento os clientes cá dentro. Uma das chaves do sucesso para a relação é o facto de ambas as empresas terem a sustentabilidade sempre em mente. A Urbanera está a deixar uma marca no mercado. Vai ser das primeiras empresas a ter estas novas fibras, estas ortigas. É uma empresa que gosta de apostar. Nächstes Beispiel, Urbanera Home and Living. Ja, Interior Design, alles, was man in einer Wohnung und in einem Schlafzimmer braucht, hat den Umsatz in den letzten 2 Jahren verdoppelt, hat sich ganz stark auf Social Media fokussiert und jetzt auf das Bauen von Social Communities. Sie haben vielleicht an der Geschichte hier schon gemerkt, dass eine andere Tonalität. Hier wird der direkte Kontakt zu den Käufern, zu den Community-Mitgliedern gesucht und dafür bauen wir jetzt kleine Sender, kleine Einheiten. Also ein Beispiel jetzt, die Einkaufschefin von Urbanera hat in einer einstündigen Sendung gezeigt, wie so ein Summer-Dinner-Tisch gedeckt wird. Und es gab viele Reaktionen, hätte man sich vorher nie vorstellen können. Ja? Aber das ist wie bei einem kleinen Fernsehsender und dadurch entsteht eine andere Bindung. Und natürlich kann man bei so einer Gelegenheit auch wieder die Produkte zeigen. Aber diese emotionale Bindung, die finde ich in diesem Video hier gut zum Ausdruck kommt, das ist ein Zukunftstrend im Social Commerce. Das macht den E-Commerce zum Social Commerce. Warum? Weil nicht nur Käufer, sondern eben diese Communities sich herausbilden, die auch Feedback geben. Ja, das ist dann eine zweiseitige Kommunikation, eine zweibahnige Kommunikation, nicht nur einbahnig. Und ich glaube, dass hier mit dieser Art von Markenführung und Markenbildung der zukünftige Trend für die gesamte Marketingkommunikation geprägt wird. Ich prognostiziere, in Zukunft wird es keine relevante Marke mehr geben ohne eine ausgeprägte Social-Media-Kommunikation und ohne eine Social-Community, die da als Inspirationsquelle und als Käuferquelle dahinter ist. Natürlich hat das auch wertebildende Faktoren, denn wir reden ja hier über direkte Kundenbeziehungen, über eigene Webshops. Und das ist für mich das Um und Auf. Ja? Der eigene Webshop und die eigenen direkten Kundenbeziehungen sind das Fundament hier jeder Wachstumsstory im Social Commerce. Also hier sehen Sie zum Beispiel, da gibt es natürlich viele Kundinnen, die das selber posten. Ja? Das ist alles User-Generated Content. Die posten hier das Bett, das sie da gekauft haben oder die Bettwäsche auf Instagram und diskutieren und kommentieren drüber. Und diese Social Communities haben natürlich auch ein überdurchschnittliches Engagement und überdurchschnittlich viele Reaktionen und Kommentare. Deutschlands ältester Grillhersteller, den hat die DS-Gruppe mitgebracht, die die Social Chain AG im Dezember letzten Jahres hier übernommen hat.
Das ist noch so eine traditionelle Marke aus dem Handel gewachsen. Die werden wir jetzt viel stärker als Social Brand etablieren, mit viel mehr Umsatz im Webshop, mit entsprechenden höheren Gewinnmargen und einem ganz großen Wachstum, einer großen Wachstumschance international. Wir haben dafür Love Food, das ist ein Social Media Channel, der uns selbst gehört, den wir selbst bespielen, mit über 9 Millionen Followern weltweit. Der wird jetzt nach und nach zum Thema Grillen umgepolt, ja, und wird sozusagen der Landmann-Sender. Und wir denken, dass wir damit eine große Wachstumschance haben, weil niemand sonst in diesem Bereich auch nur auf eine 500.000 Follower kommt. So, und jetzt kombiniert das alles, jetzt muss ich ein bisschen schnell machen hier, ich habe alles Wesentliche schon erzählt, wir haben das, was ich erzählt habe, Social Commerce, gebündelt in der Social Chain AG. Wir unterscheiden bei uns Core Brands und Emerging Brands. Die Core Brands haben alle einen Umsatz im mehr als zweistelligen Millionenbereich und die Emerging Brands entwickeln wir im einstelligen Millionenbereich, bis wir sie dann rauslösen und quasi in ein eigenes Unternehmen überführen. Direct to Consumer habe ich schon erklärt, wir sind Social First, Online First, aber wir glauben eben auch an die Kombination digitaler und stationärer Handel. Und ich habe schon erklärt, wir glauben, dass wir hier sehr viel Inspiration für die Markenführung und sehr viel bessere Conversion dann online bekommen. Und wir wollen führend bei diesem Zukunftstrend Social Commerce sein. Wir haben hier diese Assets nochmal aufgelistet, die wir haben. Sie sehen das, die Brand Chain, darunter sind diese kleineren Marken zusammengefasst. Die haben den riesen Vorteil, dass sie auf eine existierende IT-Struktur zurückgreifen können, auf eine existierende Logistikstruktur, auf Strukturen, die so effizient sind, wie sie sich das alleine niemals leisten könnten. Und deswegen haben wir hier jetzt, können Sie so ein bisschen sehen, unsere Vorstellung von einer neuen Plattform des Social Commerce, wo Marken gebaut werden, auf einer höchst effizienten Struktur aufsetzen können, bis hin zur Auslieferung an die Kunden. Direct to Consumer sprechen wir ja über eine der meist ausgezeichneten Social Media Marketing Agencies, Social Chain. Dann haben wir hier eben noch die Max Group, eine große Markensammlung von Non-Food-Artikeln hier für den Haushalt. Also das ist unsere Absicht, hier ein Markenhaus eben der nächsten Generation zu bauen, in dem Marken entwickelt werden, geführt werden, skaliert werden, internationalisiert werden und zwischendurch auch mal verkauft werden oder wir kaufen neue, die wir dann in diese bestehenden Strukturen integrieren können. Und wir glauben, dass wir da ein wirklich hervorragendes Wachstumsunternehmen werden können, das eben auch auf Profitabilität ausgerichtet ist. Das hier zum Abschluss ist ein schneller Überblick über unser Wachstum, alles pro forma, konsolidiert für illustrative Präsentation steht hier, ja, also dass Sie ein Gefühl kriegen, auf welchem Wachstumspfad wir sind. Wir denken, die Guidance in diesen Zeiten ist das sehr schwierig und daher auch riskant, aber wir glauben, sagen zu dürfen, dass wir in diesem Jahr auf über 500 Millionen Euro Umsatz kommen und ein Adjusted EBITDA von mindestens 30 Millionen, vielleicht auch ein bisschen mehr erreichen werden, aber wie gesagt, das ist im Moment hier schwer zu prognostizieren. Der Aktienkurs reflektiert das im Moment nicht, so wie die ganze Branche des E-Commerce und Social Media an der Börse ja völlig neu einsortiert worden ist, richtig runtergeprügelt worden ist. Die Welt hat sich so verändert. Im November, Dezember letzten Jahres wurde alles hochgejubelt, ja, was Tech-Wert war, was schnelles Wachstumsunternehmen war, was irgendwas mit E-Commerce zu tun hatte, Essenslieferungen, was weiß ich alles. Ja. So, das, wenn Sie das sehen, ist von den Höchstständen jetzt 60%, 70%, 80% runter. Die Börse untertreibt nach unten. Ich sage, wir arbeiten einfach weiter. Das ist ein Konzept, mit dem wir sicher erfolgreich werden. Und wenn wir unabhängig sind mit eigenen Marken, mit eigenen Medien, mit eigenem Know-how, mit eigenen Strukturen, dann ist das die Unabhängigkeitserklärung. Und für die arbeiten wir. Und lassen uns da jetzt nicht ins Boxhorn jagen, sondern ganz im Gegenteil. Wir bleiben unternehmerisch und zuversichtlich und glauben, dass wir mit der Social Chain ein
richtig international agierendes und profitables, transparent kommunizierendes Social Commerce Unternehmen schaffen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Georg, leider können wir nicht wie bei der Glow mit einem pinken Teppich aufwarten, aber ich hoffe, du hast dich hier auch bei uns wohlgefühlt. Ich fand es super spannend. Ich weiß jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, warum ich in love mit manchen Brands bin. Und ich glaube, mehr Werbung für unser Barbecue am Ende der Veranstaltung wäre nicht möglich gewesen.